glaube ich, noch. In dem Bereich haben wir jetzt, glaube ich, sowieso noch nichts mehr. Ja, natürlich einmal noch die und die Mission. Die machen wir dann später wieder mit der Schurkending. Hätte jetzt einmal gesagt, mit der Schurkengilde. Aber sonst schaut es eigentlich relativ gut aus. Gehen wir eins weiter auf. Das wäre super. Was haben wir da? Marode. Marodoi Klinge. Bin ich jetzt komplett deppert oder bin ich schon der neue Drachenlord und kann das nicht gescheit lesen? Madeur-Gilde. Ah, passt. Let's go. Eher so Amateur-Gilde, Brudi. Passt. Da haben wir gleich einmal wenigstens... Servus, grüß dich, alles klar, Spalett, wie geht's dir so? Schön, dass du da bist. Ich hätte einmal gesagt, kann ich da... Na, da kann ich schon wieder nicht durchgehen. Aber da kann ich wenigstens durch. Passt, servus. Oh. Könnte das jetzt vielleicht wieder ein bisschen komplizierter werden. Weißt du was? Geh einfach... Ja, geh einfach da entlang. Ich glaube, das ist besser. Man muss da wieder aufgehen. Ja, dann da so wieder da oben, da beim Kellner vorbei und passt schon. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Wieder neue Klasse. Das kann was werden. Das kann echt mal wieder was werden. Ich bin gespannt. Bin echt gespannt. Let's go. Full Gas. Hab ich das schon? Nein, ich glaube noch nicht, oder? Machen wir es sicherheitshalber. Ah, okay, passt. Sicher, sicher. Oh. Da waren wir auch schon letztens drin, wo ich so gesagt habe, so Vikings-mäßig. Aber was ich auch interessant finde, so alles so im Stil im Rot. Das finde ich echt geil. Ah, boah, warte mal ganz kurz. Ja, wir waren ja schon bei den ganzen drei Hauptstädte da am Start. Wir haben schon Hermetika, Schurke, Fischer, Garmee, Tomatur, Faustkämpfer, Gladiator, Druide, Minenarbeiter, Weber, Goldschmied, Alchemist, Gärtner, Zimmerer, Waldläufer und Bekenier. Mit Bekenier habe ich zum Beispiel gestartet. Ich muss sagen, Schurke hat mir richtig, richtig gut gefallen. Das hat mir so dermaßen taugt. Gladiator-mäßig hat mir von der Geschichte her relativ gut gefallen. Aber ich bin da noch nicht wirklich so weit oben, so maximal so 10, 15, irgendwas zum Level-mäßigen her. Sonst eigentlich, der Gärtner hat mir eigentlich auch relativ gut gefallen, weil mit dem, glaube ich, bin ich sogar am weitesten auf. Würde ich jetzt mal kurz behaupten. Aber dann haben sie dann verlangt irgend so ein Spezial-Eater oder irgendwas. Aber sonst, der Schurke hat mir bis jetzt am meisten taugt. Finde ich dann wieder nur schade, dass es quasi fähigkeitstechnisch nur bis Level 50 geht. Aber ich rechne damit, dass es dann irgendwann wieder so eine Art Kombination mit einer anderen Klasse geben könnte. Wie zum Beispiel dann später gibt es ja auch den Runen oder Samurai, irgendwas in dem. Zum Beispiel habe ich mich jetzt schon mal spoilern lassen oder den Rotmagier. Aber bis ich einmal so weit gekommen bin, bis Depot, glaube ich, gibt es sogar schon 5 weitere Erweiterungen. Fix, Alter, fix. So sollten wir 5 Fantasy zocken. Hauptsache zahlen, Hauptsache 60 Euro zahlen. Jedes Mal. Passt, let's go. Jetzt bin ich aber gespannt. Marodeur, jetzt sehe ich das erst. Bis deppert, schau, sag halt bis zum geht nimmer. Mit die Äxte. Beide Hände, ja. Das Symbol beweist es jetzt eh schon mit 2 Händen, aber hätte es sein können. Vielleicht haben die sie einfach nur doch gehabt, na, eine Axt schaut scheiße aus, nehmen wir gleich 2. Aber, auf, weißt du, das ist richtig geil, weil auf Assassin's Creed Style of Tomahawk. Oh, oh. So auf Tomahawk-Style würde ich echt, echt feiern. Let's go! Ui, Geschichtestunde. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich jetzt als erstes beginnen kann, Holz abzubauen? Juhu. Das wär's. Das wär's. Aber wenn ich auch das Holz mitnehmen könnte. Für die ein oder andere Klasse. Für den Zimmerer zum Beispiel. Ja, für
Zimmer, wäre schon wieder praktisch. Wäre schon wieder geil. Bin aber auch wieder gespannt, wie die Moves dann wieder ausschauen. Ich hoffe nicht, dass es einfach nur so ein simples, so eine herumgefuchtelere, wie der Tanzerei oder wie bei der Schurkengilde. Vielleicht sogar die Axt werfen. Das wäre ja was. Auf Viking-Style angelehnt. Ja, voll geil. Das wäre ja voll geil. Das bessere Assassin's Creed Valhalla. Irgendwas habe ich gerade im Hals gehabt. Jetzt bin ich aber gespannt. Aber ich kriege aber nur eine Axt. Was ist da los? Oder eine Axt, aber dafür mit beiden Händen. Dies könnte da sein. Oder es kommt vielleicht erst später dazu. Einmal kriegst du einmal die Waffe für die linke Hand und dann später kriegst du sie für die rechte Hand. Das kann vielleicht auch gut möglich sein. Das wäre auch nicht schlecht. Aber ich würde es halt einfach viel, viel geiler finden, wenn es einmal in der linken und einmal in der rechten Hand zwei Waffen da am Start hast. Aber es schaut so aus. Ja, es schaut eher so danach so aus, dass jeder nur eine Waffe haben wird. Eine Waffe in beiden Händen. Warten wir es ab. Ich bin jetzt gerade ein bisschen leicht enttäuscht, aber warten wir es mal ab. Warten wir es mal ab. Vielleicht macht er ja die urgeilen Moves oder irgendwas. Aber wäre schon ein Hit, Alter. Zwei Waffen. Wäre schon geil. Also mit der Waffe, Alter. Du überwältigst aber wirklich jeden, Alter. Er steht nicht mehr auf, wenn der eine kriegt mit der Waffe. Den zeigst du, dass der noch aufsteht. Au, oh, bei Gemetzel hast du mich definitiv schon fix gehabt. Ich will Blut sehen, Digga. Wir sind natürlich ideal gewappnet. Mit dem Quandl, mit dem urgackigen Haverer da, gemassen und bekämpfen wir da mit der Axt. Alle Viecher. Ein Gatsch, Alter, mit den urgackigen. Na super. Oder? Haben wir einen Steckelschurk? Zeig her. Ich bilde mir ein, mit dem Quandl haben wir die. Jetzt bin ich echt gespannt. Sag mal hier. Ja, voller Wäsch.